Was bekommt man, wenn man zwei Idioten, einen Baseballschläger und einen Frosch gibt? Eine der erfolgreichsten und umstrittensten Zeichentrickserien aller Zeiten. Das ist die unerzählte Wahrheit über Beavis und Butthead. Als Highschool-Schüler kritzelte Mike Judge während des Unterrichts gern in seine Hefte, schlug aber schließlich eine Karriere im Ingenieurswesen ein. Als er jedoch zufällig ein Trickfilmfestival besuchte, entdeckte er seine langjährige Liebe zum Cartooning wieder. Folgendes verriet er dem AV Club: Ich wollte schon immer mal Animationsfilme machen. Ich sah Animation als etwas an, das ich ausprobieren wollte, wenn ich einmal reich oder im Ruhestand wäre. Judge gab $200 für eine Bolex-Kamera aus, besorgte sich einen Lichtkasten, etwas Tinte und Papier und zeichnete einen Cartoon über einen streberhaften Büroangestellten namens Milton. Judge verkaufte seinen Cartoon Office Space für $2000 an den damals noch nicht existierenden Comedy Channel und er inspirierte die gleichnamige Komödie von 1999. Damals erkannte Judge, dass das Zeichnen von Cartoons ein Vollzeitjob sein könnte. Then we'll be able to get money and chicks and stuff. Yeah. We are there. Judge kehrte seinem Plan, Mathematiklehrer zu werden, den Rücken zu und schuf einen weiteren animierten Kurzfilm namens Frog Baseball. In dem Kurzfilm ging es um zwei abartige Jugendliche, Beavis und Butthead, beide von Judge gesprochen, die eine kleine Amphibie brutal misshandeln. Die MTV-Animationssparte Liquid Television kaufte den Kurzfilm und den Verantwortlichen des Senders gefiel er so gut, dass sie Judge für die Produktion von 65 Episoden von Beavis und Butthead unter Vertrag nahmen. Beavis und Butthead gehörten nicht nur zu den einzigartig unintelligentesten Figuren der Fernsehgeschichte, sie haben auch zwei der originellsten Namen, die man auf dem kleinen Bildschirm gesehen hat. Der Schöpfer der Serie, Mike Judge, ließ sich von realen Vorbildern zu diesen Namen inspirieren, wie er Wild Cartoon Kingdom erzählt. Als ich auf dem College war, nannte sich ein 12-jähriger Junge von nebenan Iron Butt. Seinen Freund nannten wir Butthead, auch wenn das nicht sein Name war. Dann gab es einen Jungen in der Nachbarschaft, etwa 3 Blocks entfernt. Sein Name war Bobby Beavis. Judge sagt, dass der reale Beavis nichts mit der Zeichentrickfigur zu tun hatte. Er mochte nur den Namen. Auch die markanten Stimmen der Figuren stammten aus dem echten Leben. Judge erklärte gegenüber The Daily Bruin, dass Beavis über hochtöniges Gackern. Das kommt von dem Kerl in meinem Mathekurs, der vorne saß und sich immer auf die Lippe biss und sich umdrehte und hehe sagte. Das hat sich für mich in sein Lachen verwandelt. Was Butthead betrifft, so sagte Judge, dass die Inspiration für ihn aus seiner Kindheit stammt, als er einmal mit unangenehmen Zahnproblemen zu kämpfen hatte. Judge verriet, in der Highschool hatte ich eine Zahnspange, die an der Wange kratzte, sodass man am Ende wie Butthead sprach. So kam ich auf die Stimme von Butthead, ein Typ, der mit einem Mund voller Drähte spricht. Abgesehen von ein paar Kurzfilmen, die auf Liquid Television ausgestrahlt wurden, wurde die erste Folge von Beavis und Butthead am 8. März 1993 auf MTV ausgestrahlt und war sofort ein Erfolg. Die Vizepräsidentin des Senders, Abby Turcue, sagte der Los Angeles Times, sie sind perfekt für MTV. Sie mögen und reagieren auf Dinge, die unser Publikum lustig findet. Vielleicht kann unser Publikum ein wenig von sich selbst in Beavis und Butthead sehen. MTV wusste, dass es sich um einen Hit handelt und plante, noch vor der Premiere Merchandising-Artikel zu produzieren und das Duo auch an anderen Stellen im Programm zu zeigen. Leider nahmen die Pläne eine Wendung. Nur eine Woche nach der Premiere stellte MTV die 3 täglichen Ausstrahlungen der Show ein. Mit nur einer Handvoll animierter Segmente musste der Sender sie in der Premierenwoche endlos wiederholen, weil Judge und sein Animationsteam in Verzug geraten waren. Anstatt wochenlang dieselben Episoden zu zeigen, zog MTV die Serie vorübergehend zurück und brachte sie im Mai 1993 mit reichlich neuem Material zurück. Hey, Butthead, how long till something good's on TV? 2 hours, dude. Beavis und Butthead sehen fern, besuchen die Highschool und faulenzen bei der Arbeit in einer verschlafenen Kleinstadt namens Highland. Der sandige Boden, die ständige Sonne und die heißen Temperaturen lassen vermuten, dass Highland irgendwo im amerikanischen Südwesten liegt, etwa in New Mexico oder Texas. Die zweideutige Lage von Highland war die Absicht von Mike Judge. Er sagte in einem Interview auf dem Austin Film Festival, ich bin hauptsächlich in Albuquerque aufgewachsen und ich war in Dallas, als ich es erschaffen habe. Also dachte ich an eine Stadt dazwischen, eine kleine Stadt, wie Lubbock oder Port Hales, New Mexico. Als 1996 der Film Beavis and Butthead Machens in Amerika produziert wurde, versah ein Animator einige Autos im Hintergrund mit texanischen Nummernschildern. Judge war damit einverstanden und scherzte, jetzt ist es also Texas. Die Hälfte jeder Beavis und Butthead-Folge besteht darin, dass die titelgebenden Charaktere in ihrer Schule und in der Nachbarschaft Verwüstungen anrichten. Die andere Hälfte besteht darin, dass die Figuren auf einer schmutzigen Couch sitzen und wilde Kritik über Musikvideos abgeben. Ab und zu stoßen Beavis und Butthead auf eine Band, die rockt oder regiert. Und die Zuschauer bekommen eine kleine Animation, der Jungs beim Headbang oder Tanzen zu sehen. Musikkünstler, die auf diese Weise bekannt gemacht wurden und ein Gütesiegel im Fernsehen erhielten, erlebten oft einen erheblichen Anstieg der Plattenverkäufe. Bevor Beavis und Butthead Anfang 1993 ihr Debüt gab,
hatte die Band White Zombie gerade einmal 75.000 Exemplare ihres Albums La Sexhaustico – Devil Music Volume 1 aus dem Jahr 1992 verkauft. Nachdem der Zeichentrickfilm ein Video von White Zombie zeigte, vervierfachten sich die Verkaufszahlen und das Album erreichte die Top 40 der Billboard-Charts. Die wenig beachtete LP Fontanelle von Babes in Toyland aus dem Jahr 1992 verkaufte sich ab dem Hit Bruce Violet von Beavis and Butthead etwa 1000 Mal pro Woche. Für eine Rockband in den 90er Jahren war es ein Rezept für musikalischen Erfolg, ein Video in die Show zu bringen. Für jede Band, die es genoss, durch Beavis and Butthead bekannt zu werden, gab es eine andere, die sich darüber ärgerte, dass sich die Sendung über sie lustig machte. In einer Folge sehen die Jungs kurz einen Aerosmith-Clip und kommen zu dem Schluss, dass die Band ziemlich cool ist, auch wenn sie alt ist. Laut Mike Judge hat Aerosmith MTV unter Druck gesetzt, den Clip herauszunehmen, und sie haben sich nie wieder ein Aerosmith-Video angesehen. Bei einer anderen Gelegenheit sagte MTV einmal zu Judge, er solle aufhören, sich über die Band Winger lustig zu machen, weil der Sender, Zitat, eine gute Beziehung zu ihnen habe. Selbst wenn ein Künstler die Show mochte, konnte seine Musik trotzdem abgelehnt werden. Während der kurzen Wiederbelebung von Beavis und Butthead im Jahr 2011 wollte Kanye West, dass das Duo eines seiner Videos anschaut und rippt. Judge sagte dem Rock News Desk, er wollte es. Und dann sagte jemand, dem etwa 6% des Songwritings gehören, nein. It makes sense to me. Beavis und Butthead waren nicht gerade das, was die meisten Eltern als gute Kinder bezeichnen würden. Sie beschimpften Frauen, waren unhöflich zu Erwachsenen, hörten laute und aggressive Heavy-Metal-Musik und spielten gerne mit Feuer. Vor allem Beavis war ein Pyromane, der in der ersten Folge so oft mit einem Feuerzeug herumfuchtelte und dabei schrie, dass es quasi ein Slogan war. Im Oktober 1993, etwa 6 Monate nach der Erstausstrahlung von Beavis und Butthead auf MTV, nahm ein 5-jähriger Junge aus Ohio namens Austin Messner ein Feuerzeug in die Hand und setzte sein Bett in Brand. Das Feuer griff schnell auf das Wohnmobil seiner Familie über. Messner und seine Mutter, Darcy Burke, konnten sich retten, aber die 2-jährige Schwester des Jungen kam leider bei dem Feuer ums Leben. Burke und die öffentlichen Behörden gaben Beavis und Butthead die Schuld an der Tragödie. Sie behauptete, sie habe ihren Sohn kürzlich beim Spielen mit Streichhölzern erwischt und seine Schlafzimmertür entfernt, um ihn im Auge zu behalten. Der örtliche Feuerwehrchef, Harold Singer, sagte der New York Times, wenn einem Kleinkind diese Zeichentrickfiguren sagen, dass es Spaß macht, mit Feuer zu spielen, dann wird sich das in den Köpfen der Kinder festsetzen. MTV-Sprecherin Carol Robinson versprach, dass sich der Sender mit dem Problem befassen würde und entfernte schließlich alle Verweise auf Feuer aus vergangenen und zukünftigen Episoden der Sendung. Im Jahr 2008 meldete sich der damals 20-jährige Messner mit seiner Version der Geschichte. Ich habe den Zeichentrickfilm buchstäblich nie gesehen. Wie sollte ich auch? Es war 1993. Meine Mutter war drogenabhängig. Wir konnten uns kein Kabelfernsehen leisten. It's stupid just to blame a TV show for the problems that a family is having. It's not real. Anybody knows that's not real people. Zu Beavis und Butthead gab es jede Menge Merchandising-Artikel, darunter das 1993 bei Geffen Records erschienene Album The Beavis and Butthead Experience. Es enthielt eine Coverversion von Sonny und Cher's Hit I Got You Babe aus dem Jahr 1965, gesungen von Beavis, Butthead und der echten Cher. In dem Cover erklären Beavis und Butthead, dass die legendäre Künstlerin alles erfüllt, was das Duo von einer Frau erwartet. Während eines gesprochenen Zwischenspiels in dem Song fragt Butthead Cher, warst du nicht mal mit diesem Bono von U2 verheiratet? Als sie die Situation klärt und erklärt, dass sie mit Sonny Bono verheiratet war, nennt Butthead ihren Ex-Mann ein Weichei und Cher stimmt zu. Naja, irgendwie schon. Der Austausch wurde im Studio in einem einzigen Take improvisiert. Geffen-Manager Tony Burke sagte der Los Angeles Times, sie hat nicht nur bereitwillig mitgemacht, sondern auch die Selbstironie und den Witz des Ganzen verstanden. Chers Ex-Ehemann fand das allerdings nicht lustig. Sonny Bono sagte der Los Angeles Times, ich habe ein sehr dickes Fell, deshalb würde ich wegen der ganzen Sache wahrscheinlich nur eine Sekunde nicht schlafen können. Aber in gewisser Weise bin ich traurig, dass Cher sich auf diese Art von Humor reduziert. Beavis and Butthead, welche heute zu Recht als problematisch gelten, brachten 1994 eine seiner allerbesten und denkwürdigsten Nummern heraus. Beavis alter Ego, der große Conrolio. Immer wenn er schnell große Mengen an Kaffee oder Zucker zu sich nimmt, zieht Beavis den Kragen seines T-Shirts über den Kopf und erklärt sich selbst zum großen Conrolio. You can take me, but you cannot take my bunghole. I have no bunghole. I am the great Conrolio. Mit einem quasi lateinamerikanischen Akzent richtet Beavis als großer Conrolio Chaos an, während er von Fremden Toilettenpapier verlangt. Wenn es jemand wagt, mit Beavis zu interagieren, während er im Conrolio-Modus ist, schreit er seinen rhetorischen Slogan Are you threatening me? Die Figur scheint eine verwirrende Ansammlung von Unsinn zu sein, aber ihr Ursprung stammt aus einer wahren Quelle.
Mike Judge sagte der Phoenix New Times, eines Abends, als ich gerade einschlafen wollte, traf es mich wie ein Schlag. Beavis sollte sich sein T-Shirt über den Kopf ziehen und anfangen zu plappern. Judge kann sich nicht erinnern, woher der Name Conjolio stammt, aber er weiß genau, woher die Stimme stammt. Von einem verärgerten Kunden aus seiner Zeit als Kassierer in einem Kino. Er erklärte, ich musste den Leuten sagen, dass sie draußen warten sollten. Und der eine Mann aus dem Nahen Osten kam und sagte, nein, ich werde nicht draußen warten. Und ich sagte, es täte mir leid, aber das seien die Regeln. Und er sagte, wollen Sie mir drohen? Er sagte das immer wieder und es blieb in meinem Gedächtnis. Als Beavis und Butthead Mitte der 1990er Jahre ursprünglich auf MTV ausgestrahlt wurde, war der Sender in erster Linie ein Sender für Musikvideos. Die Titelfiguren, musikbegeisterte Mettler, fügten sich nahelos in dieses Format ein. In jeder Zeichentrickserie sahen sie sich Pop- und Rockvideos auf MTV an und gaben dabei Kommentare ab, die von unverhohlenem Lob bis zu spitzen Bemerkungen reichten. Der Schöpfer von Beavis und Butthead, Mike Judge, der auch die Stimme von Beavis und Butthead gesprochen hat, wandte bei der Aufnahme des Videokommentars ein besonderes, aber lockeres Verfahren an. Er erzählte Wild Cartoon Kingdom im Jahr 1994, ich gehe einfach rein und improvisiere eine Menge davon. Oft kommt einer der Autoren mit und hilft einfach mit. Aber wir sehen uns das Video ein paar Mal an und dann gehe ich in die Kabine und spiele herum. Die Produzentin des Segments, Susie Lin, schnitt Judges Beiträge und Witze zusammen und kombinierte sie mit Clips aus den Musikvideos und wiederverwendeten Animationen aus der Show. Judge verriet, die ganzen Zwischensequenzen von B&B in den Videos stammen alle aus vergangenen Sendungen. Ab und zu animieren wir eine. Obwohl Beavis und Butthead die besten und einzigen Freunde des jeweils anderen sind, beschimpfen sie sich regelmäßig gegenseitig mit groben, plumpen und erniedrigenden Beleidigungen. Die meisten sind voll von Wörtern, die wir hier nicht aussprechen können. Aber eines sticht durch seine Klangfarbe, seine Kreativität und seinen Bezug zu etwas noch profanerem hervor, Dillkraut. Viele Kinder und Jugendliche auf den Schulfluren haben nachgeahmt, was sie bei Beavis und Butthead gehört haben und sich gegenseitig mit denselben Beleidigungen beworfen. Im Gegensatz zu den anderen Ausdrücken wurde Dillkraut jedoch von Mike Judge selbst erfunden und geprägt. Es ist eine Abwandlung einer Beleidigung, die er als Kind gehört und benutzt hatte. Judge erzählte The All, als ich in den 70er Jahren auf der Junior High war, nannten sich die Leute gegenseitig D-Weed. Das war eine ziemlich üble Beleidigung. Ich habe versucht, es in Beavis und Butthead zu machen, aber die Standards und Praktiken bei MTV ließen mich das nicht sagen. Während einer Aufnahmesitzung improvisierte er stattdessen das Wort Dillweed und es blieb hängen. Richter erläuterte, es wurde irgendwie belächelt und die Zensur des Senders hat es genehmigt, also habe ich es einfach weitergemacht. Nach mehr als 200 Episoden, dem Kino-Hit Beavis und Butthead machen's in Amerika und Millionen von Teenagern, die den großen Conjolio imitieren, endete Beavis und Butthead im November 1997 auf MTV. Das zweiteilige Finale bestand aus einem Live-Special zu Thanksgiving mit dem MTV-Nachrichtenmann Kurt Loder und einer letzten Zeichentrickserie mit dem Titel Beavis and Butthead are dead. Natürlich sind Beavis und Butthead nicht wirklich tot. Sie vergessen einfach 3 Wochen lang zur Schule zu gehen. Als jemand von der Highland High anruft, um mit einem Elternteil zu sprechen, behauptet Beavis, dass er und Butthead tot seien, um sie vom Telefon wegzubekommen. Warum also wurde die Serie beendet? Nun, es war für den Schöpfer Mike Judge an der Zeit, sich zu verabschieden. Er sagte der Los Angeles Times, ich wollte eigentlich schon etwas früher aufhören. Nach der zweiten Staffel dachte ich, wie sollen wir das noch machen? Ich war völlig ausgebrannt. Bis 1997 fragte er sich also, warum nicht in den Ruhestand gehen, bevor es zu schal wird. Hey Butthead, are we gonna die? Probably. Judge wandte sich sofort anderen Projekten zu, wie der zweiten Staffel seiner erfolgreichen Fox-Zeichentrickserie King of the Hill. Daria Morgendorfer, eine zynische, kluge und verzweifelte Mitschülerin von Beavis und Butthead an der Highland High School, kam weder in Mike Judges ursprünglichen Beavis und Butthead-Cartoon noch in einem der anderen frühen Kurzfilme vor. Laut HuffPost wurde sie erschaffen, nachdem Judge die Serie an MTV verkauft hatte, um die Welt der Serie zu vervollständigen. Judges Inspiration für die Figur war die unabhängige Cartoonistin Linda Barry und ihre halbautobiografischen Comicstrips. Judge erzählte Vulture, ich habe die Figur Daria teilweise so gezeichnet, wie ich mir Linda Barry in der Highschool vorgestellt habe. Ich habe Daria so gezeichnet, wie Linda sich kleiden würde, wenn sie bei Letterman auftritt. Nachdem Beavis and Butthead ein großer Erfolg geworden war, nahmen Judge und der Rest des Autorenteams Daria langsam aus der Serie heraus. Laut der New York Times äußerten sich die Zuschauer gegenüber MTV lobend über die Nebenfigur. MTV-Autor Glenn Eichler sagte, im Grunde war sie die kluge Person, die mit Beavis und Butthead herumhing, um ihre Eltern zu ärgern. 1995 erteilte MTV seinem Autoren- und Produktionskollektiv die Anweisung, eine Zeichentrickserie zu produzieren, die sich an eine junge weibliche Zuschauerschaft richtet. Eichler schlug den Verantwortlichen vor, dass sie nichts Neues erfinden müssten. Sie könnten Daria einfach in ihre eigene Sendung ausgliedern. So lief Daria von 1997 bis 2001 auf MTV.
2009 schrieb und inszenierte Mike Judge die Komödie Ausgequetscht mit Jason Bateman in der Hauptrolle als Besitzer einer Aromaextraktfabrik, der mit einer gestörten Ehe und Problemen bei der Arbeit zu kämpfen hat. Mit mittelmäßigen Kritiken und nur 10 Milliarden Dollar an den amerikanischen Kinokassen war Ausgequetscht ein seltener Fehlschlag für Judge. Aber er führte zu einem kurzen Revival von Beavis und Butthead. Are we dead? I guess not. Judge erzählte Collider, dass während eines Marketing-Meetings für Ausgequetscht jemand auf die Idee kam, einen Werbeclip zu drehen, in dem Beavis und Butthead eine Szene aus dem Film ansehen und auf ihrer berühmten Couch kommentieren. Nun kommt noch ein weiterer relativer Flop von Judge hinzu, der kurzlebige ABC-Cartoon The Good Family aus dem Jahr 2009. Und die Sterne standen günstig für eine umfassende Wiederbelebung von Beavis und Butthead auf MTV im Jahr 2011. MTV zeigte nicht mehr viele Musikvideos, also mussten die Jungs bissige Kommentare zu MTV-Reality-Shows wie Jersey Shore liefern. Leider hielt sich das neue Beavis and Butthead nur eine Staffel lang. In der Welt des Fernsehens gab es für Mike Judge jedoch nicht nur schlechte Nachrichten. 2014 schuf er die HBO-Hitserie Silicon Valley. Im Sommer 2019 verriet der Schöpfer von Beavis und Butthead, Mike Judge, gegenüber Slash Film, dass möglicherweise ein weiterer Film in Planung ist. Judge sagte, "Ich denke, es müsste etwas sein, das es heute relevant macht. Ich denke, ich habe vielleicht einen Weg gefunden, das zu tun." In der Tat scheint es so, als hätte er es herausgefunden. Paramount, die Muttergesellschaft von MTV, kündigte 2022 an, dass noch in diesem Jahr ein neuer Film mit dem dummen Paar auf dem Streamingdienst Paramount Plus erscheinen würde. Laut The Warp wurde Beavis and Butthead Do the Universe, der geistige Nachfolger des 1996 erschienenen Kinofilms Beavis and Butthead Machen's in Amerika, von Paramount als der vielleicht dümmste Weltraumfilm aller Zeiten bezeichnet. Zu Beginn des Jahres 1998 werden Beavis und Butthead von einem Richter mit einem Hang zu kreativen Urteilen in ein Weltraumcamp eingewiesen. Von dort aus machen sich die beiden versehentlich auf den Weg zum Space Shuttle und dann tief in den Kosmos, bevor sie schließlich in ein schwarzes Loch geraten und in den 2020er Jahren zur Erde zurückkehren. Natürlich dient der Film auch als Startrampe für eine neue Staffel der Beavis and Butthead Fernsehserie. Schaut euch eines unserer neuesten Videos gleich hier an. Bald kommen noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingssendungen. Abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.